So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Unboxing. Ich habe wieder ein paar Pakete gesammelt, ein paar Fanpost-Sachen sind dabei, ein paar Sachen, die man selber bestellt hat, Sachen, die nützlich sind, Sachen, die brutal sind, Sachen, wo ich gar nicht mehr weiß, was überhaupt dabei ist. Das steht jetzt alles hier, so würde das aussehen. Die Pakete sind es alles, die ich jetzt heute dann mal auspacken möchte, mit euch zusammen schauen will, was da drin ist. Jetzt wollte ich das so filmen, weil ich dachte, das sieht gut aus. Es sieht aber nicht gut aus. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal hier reinsetzen und schauen, ob wir hier irgendwie was für Thumbnail hinkriegen, weil das muss alles ausgepackt werden. So, das kann man vielleicht als Thumbnail lassen. Jetzt muss ich mich nur hier durcharbeiten. Ich nehme das mal runter. Das verdeckt nämlich sonst hier, also das nimmt das ganze Licht weg. Das soll ja nicht sein. Das ist das Erste, das müssen wir uns gleich angucken. Das ist wichtig. Und den Rest packe ich auch noch mit hier rüber. Perfekt. So, jetzt können wir das Unboxing starten, Stück für Stück. Und was fällt euch auf? Ich drehe manchmal die Videos tagsüber, das sieht man da hinten bei dem Fenster, da kommt Licht rein. Manchmal drehe ich die Videos abends oder nachts, also mit Hannes, Silvester, Störtebäcker Tasting, war ja nachts 12 Uhr, dass ihr Feuerwerk da hinten sehen konntet, aber an sich war es dunkel. Ich dachte, das stört, dass das immer hinten so hell ist und das so reinschimmert, denn wenn man sowas hochzeigt, das lenkt ab, wäre besser, wenn es auch dunkel ist. Also habe ich mir erstmal so komische Verdunklungsvorhänge jetzt gekauft, bestellt. Die will ich demnächst mal hier anbringen. Das heißt, ihr seht dann, ich bin immer noch dabei, Videos von August hochzuladen, vom Balkon draußen. Dann irgendwann kommen Videos von hier drin mit Verdunklungsvorhang an der Seite. Aber dann kommen wieder irgendwann Videos, wo die schon abgedreht sind, wo der Vorhang noch gar nicht da war. Das ist jetzt hier ein weißer Vorhang, ein fetter, großer, weißer Vorhang von irgendeinem komischen Shop. Das ist cool, den kannst du hinmachen. Selbst wenn das jetzt gar nicht von dem Licht her gebraucht worden wäre, ist das trotzdem sinnvoll, denn im Sommer ist es so knüppelheiß hier drin, da die Sonne hier reinplatzt wie sonst was. Da ist das wichtig, dass da was hängt. Adi, Schatz! Da ist es wichtig, dass da was hängt, dass es hier auch nicht so warm reingeht. Ne? Sonst hältst du es hier nie aus, musst immer schon nackt da sitzen, du saftest trotzdem aus allen Löchern. Also das ist das Erste, dieser komische weiße Verdunklungsvorhang, den ich irgendwann mal dahin machen will, um zu gucken, ob das dann hier gleichmäßig dunkel ist und der Hauptaugenmerk hier in der Mitte liegt. Dann haben wir hier ein Paket, ein kleines. Das machen wir jetzt mal auf direkt. Da ziehen wir mal hier die Lasche ab, gucken hier rein und haben hier eine Chili-Soße. Das müsste Tabasco, das wurde letztens, glaube ich, im Fanchat gezeigt, genau. Das wurde im Fanchat gezeigt, da hieß es noch, Ramses, kennst du das, ne? Kennst du diese Tabasco-Sorte? Das ist Tabasco Raspberry Chipotle. Das ist eine richtig fette, große Flasche. Ich habe mich schon gewundert, aber die ist wirklich, das ist die größte Tabasco-Flasche, die ich bisher in der Hand hatte. Die anderen sind alle immer dünner, kleiner, kürzer. Und viele Leute haben jetzt gesagt, hier Raspberry Chipotle, das ist richtig nice, das musst du mal probieren. Das ist in dem normalen Tabasco-Soßen-Set nicht mit drin gewesen. Das habe ich mir jetzt extra bestellt. Raspberry, also Himbeer, und Chipotle sind ja so rauchige Chilis. Die wird also auch mal getestet werden. Dankeschön an den Fan-Chat. Ich kann jetzt wieder nicht genau sagen, wer es genau war, aber der Fan-Chat, wenn du da reinguckst, sind immer wieder lustige Ideen oder man wird markiert auf irgendwas Komischen und dann kann man das irgendwann sich mal reinziehen, was sie da alle so für einen finden und haben. Dann haben wir hier was. Ah, das ist für Pupsi, für die Spaziergänge. Die hat hier einen Becher drin, einen Trinkbecher, den sie mittlerweile gar nicht mehr braucht. Die hat nämlich gesagt, ja, wenn wir mal spazieren gehen, sie würde sich statt immer irgendwo was zu kaufen, auch gerne mal einen Kaffee von zu Hause mitnehmen oder irgendwas oder mal einen Kakao. Jetzt hatte ich sich da einen Trinkbecher geordert, rausgesucht. Der Muntermacher, so sieht er dann aus. Der passt zu ihrem Schlaf-T-Shirt, der passt zu ihr, der passt zu mir, der passt zu allen. Dann hat sie aber gesehen, nachdem sie ihn bestellt hat, boah, der ist ja eigentlich richtig klein. Jetzt habe ich mir erstmal die Ausmaße angeguckt und hat sich einfach woanders eingekauft.
jetzt packe ich den aus und eigentlich braucht sie den gar nicht mehr. Entweder findet die den cool und sagt, den behält sie trotzdem, oder wir schicken den wieder zurück, weil mittlerweile hat sie den anderen, größeren, der jetzt auch schon öfters zum Einsatz gekommen ist. Dann haben wir hier, machen wir erstmal das, da steht nämlich A Brewhard drauf. Da steht Brewhard drauf. Brew, Brauen, Hard, Herz. Brewhard. Ich hab extra, weil Hannes ja normalerweise da gewesen wäre. Hannes wäre ja am Freitag gekommen. Hannes wäre am Mittwoch gegangen. Heute ist Mittwoch. Heute ist der Tag, wo Hannes wieder gegangen wäre. Ich hätte mit Hannes gerne ein paar Tastings wieder gemacht. Ein paar Bier-Tastings. Ich hatte aber nichts mehr da. Und egal, wo ich mich umschaue, im Internet, wenn du hier irgendwelche Bierboxen oder Bierbundles bestellst, wir haben gefühlt schon alles gehabt. Im Laden gab es auch nichts mehr, was man nicht kannte. Also habe ich extra das einzigste bestellt, was ich nicht kannte. Und das war eben von Brewhard. Ja gut, die ganzen Details hier, wie diesen Deckel und wie diese Sticker, die hier dabei sind, die können wir ja dann beim Bier-Tasting an sich nochmal zeigen. Aber wenn ihr hier reinschaut, toll, vor allem so ein Riesenkarton. Hier ist eine Dose drin, da ist keine, da ist keine. Da ist keine, da ist eine Dose, da ist keine. Keine, keine, da ist eine. Aber immer zwei untereinander. Wenn wir euch die aber mal zeigen wollen, die sehen ja richtig toll aus. Guckt mal, wie die Dose aussieht. Sieht aus wie ein Energy Drink. Oder guckt euch die hier mal an. Oh mein Gott, sieht ja aus wie ein Energy Drink. Oder hier, pass auf, sieht ja aus wie, genau, wie was richtig Perverses. Die restlichen, die unten drin sind, die möchte ich jetzt erstmal noch so lassen. Denn da möchte ich mit dem Hannes, wenn er das nächste Mal kommt, ein Bier-Tasting machen. Das müssen wir auch. Da ist doch eine persönliche Botschaft drin gewesen. Da haben die extra per Hand auf den Zettel draufgeschrieben. Das finde ich cool. Denn die restlichen, das sind 6 verschiedene Sorten, glaube ich. Die restlichen zeige ich euch dann im Bier-Tasting mit Hannes, wenn wir das richtig tasten werden. Hier ist noch ein Paket von Hard for Cards. Hard for Cards. Was ist das? Ein Herz für Karten, ein Herz für Kärtchen. Das müsste, ich habe so ein World of Sweets Paket auch bestellt. Ich habe noch so ein anderes Paket bestellt. Oh mein Gott, jetzt gucke ich hier rein und sehe. Was ist das denn? Samyang Carbonara? Nein, das sind keine Carbonara. Ja doch, es sind Carbonara, aber es sind keine Samyang. Was ist das? Es ist Bullramen. Kennt ihr Bullramen? Da ist auch ein Hühnchen drauf. Guckt euch mal das Hühnchen an. Das Hühnchen ist total hässlich. Dann hier vorne ist da Käse drauf. Hier seht ihr nochmal Milch, zwei Chilischoten. Und hier habt ihr einen Teller. Das sind auch Artificial Spicy Chicken Flavors Carbonara Nudeln Stir-Fried Ramen, aber von Bullramen, nicht von Samyang, sondern von Bullramen. Wir haben letztens schon mal Paldo-Nudeln getestet, Paldo-Volcano-Ramen im Vergleich zu Samyang-Ramen. Die mal vergleichen, die Bullramen gegen die Samyang-Carbonara. Das sind 5 Päckchen. Das wurde mir als 5er Päckchen angezeigt, aber wie ich sehe, sind das jetzt alles nur Einzelpäckchen und das als 5er Pack verkauft. Also da hätte ich auch einfach ein einzelnes nehmen können, aber egal. Das interessiert mich, da bin ich mal gespannt, ob das ein würdiger Samyang-Konkurrent ist oder eine Alternative oder ob das wie die Paldo-Nudeln einfach nur abartig ist, weil die halt richtig nach Heu und Staub und Dreck geschmeckt haben. Das war nichts, was man jetzt wirklich genießen könnte. Hier ist ein World of Sweets Paket. Das lassen wir erstmal noch am Rand, das lassen wir erstmal noch zu. Wir gucken erstmal noch hier rein, was wir hier in dem Kleinen haben. Das müsste nämlich eine der letzten Bestellungen gewesen sein. Wir machen das an der Seite hier auf. Und haben hier 2 blaue
Chips-Packungen drin. Ihr kennt vielleicht ja noch den Hot Chip. Der Hot Chip, der mittlerweile ja verboten wurde, nicht mal mehr gekauft werden darf. Hier gibt es jetzt den neuen Salt Chip. Statt dem Hot Chip, den Salt Chip, die Salt Chip Challenge. Der salzigste Chip der Welt. Und manche sagen, was soll da dran jetzt schlimm sein, aber... Wenn ihr schon mal die salzigen Bastarde aus Schweden probiert habt, zum Beispiel an meinem Geburtstag, als ihr da wart, oder generell, dann wisst ihr, dass zu viel Salz auch richtig abartig sein kann. Da bin ich mal gespannt, wie der reinkaut. Ich habe extra 2 Stück bestellt. Wollte ich auch mit Hannes machen. Jetzt war Hannes nicht da. Ich glaube, damit es aktuell bleibt, werde ich einen alleine testen. Und wenn Hannes das nächste Mal kommt, darf der Hannes seinen dann auch noch testen. 2x Salt Chip hier bestellt. Dann noch ein Paket. Das fühlt sich jetzt wieder an, als wäre das. Was ist das? Das muss von dieser komischen Seite sein, wo irgendwie so Restposten und so Zeugs drin sind. Genau. Postenhandel.de. Beim Postenhandel.de wurde mir nämlich gezeigt, gab es auch Samyang-Nudeln für 99 Cent, das Tütchen oder so, was mega billig ist. Dann habe ich mal geguckt, was es dort noch so gibt und habe mir ein paar Sachen bestellt, auch Getränke oder Sachen, die ich jetzt nicht kenne oder halt was, was es zwar bei uns gibt, aber dort richtig günstig war. Zum Beispiel ist hier drin eine Monster Energy Ultra Fiesta Mango Flavor. Die kennt ihr sicherlich, die ist jetzt nicht so selten, aber die hat dort einen richtig guten Preis gehabt. Ich glaube ca. 50 Cent oder so. Und ich dachte, wenn ich eh einmal bestelle, nimmst du die gleich mit, weil ich in letzter Zeit auch mal Monster Energy probiert habe, wenn wir immer spazieren waren. Und dann ist hier noch der Pipeline Punch drin, genau. Pipeline Punch, Punch Energy, Punch, Monster, Monster Punch. Immer richtig coole Dosen, muss ich sagen, wenn ich vergleiche Monster und Rockstar. Rockstar sieht mittlerweile richtig abgeranzt und billig aus. Monster immer mit diesem super genialen Logo, mit richtig tollen Dosen, wo ihr halt jede Noppe merkt. Und die so coole Farben und so coole Designs und ich weiß nicht. Ich bin kein Energy-Fan, großartig, aber mir fällt immer auf, dass die Monster-Dosen richtig genial aussehen. Dann haben wir hier noch Durstlöscher dabei. Aber nicht irgendeine Sorte, sondern eine Mystery-Sorte. Mystery-Sorte Durstlöscher. Sowas hat ja nur What the Thunder gemacht. Jetzt macht Durstlöscher das auch schon, dass er einen besonderen Geschmack in sein Paket reinmacht und man das auch mal testen kann, wie das schmeckt im Mystery Flavor. Dann müsste das hier, das waren nämlich glaube ich 2 Pakete vom Sonderposten-Dingshandel. Das hat nicht alles in eins gepasst oder sie haben halt die Getränke sowieso immer extra gemacht. Habt ihr gesehen, da waren jetzt nur Getränke drin. Nichts anderes, nur Getränke. Nochmal der Postenhandel not.de, wo man sich ja am besten Samyang-Nudeln bestellt, weil die da eben günstiger sind. Ich aber jetzt wieder im Netto zugeschlagen habe, da kommt die Woche auch noch ein Video. Und deswegen habe ich in erster Linie gesagt, wenn ich eh dort bestelle, kann ich da Bianca unterstützen und für Bianca gleich noch was mit einpacken. Da freut die sich nämlich. Jetzt habt ihr hier ein großes Paket. Das sind auf jeden Fall Samyang-Nudeln mit drin. Wir gucken mal kurz hier rein. Wir haben hier einmal Pretzel Pieces. Kennt ihr so Brezelstückchen? Solche Brezelstückchen gibt es ja auch überall. Die gibt es im Netto von einer anderen Marke, dann gibt es die von Elephant wieder irgendwo im Rewe oder so. Es gibt so viele verschiedene Sorten. Es gibt hier Garlic Bread, es gibt Jalapeno. Das ist jetzt Cheddar Cheese für zwischendurch. So Brezelstückchen Cheddar Cheese finde ich unglaublich gut. Habe ich mir damals im Netto immer geholt, nicht von der Marke, von einer anderen Marke. Und deswegen habe ich mir auch gleich noch Hot Buffalo Wings gegönnt. Also Brezelstückchen mit Hot Buffalo Wings Geschmack. Denn das ist eine besondere Sorte, die es nicht gibt. Cheddar Cheese hat gefühlt jeder, der Brezelstückchen herstellt. Aber Hot Buffalo Wings sagt mir nichts, kenne ich nicht. Kann natürlich wieder ein kompletter Reinfall sein. Dann haben wir hier... Für die Bierschanke habe ich die mitbestellt, die Samyang Bulldog Cheese Rahmen. Die sind gut, das sind meine Lieblings-Samyang Bulldog, sage ich immer wieder dazu. Das ist aber Biancas Beutel. Dann haben wir hier hinten, Moment. Na, das ist ja bescheuert. Dann haben wir hier nochmal
nochmal Samyang Bulldog Cheese. Aber da ist einfach die Tüte schon auf. Wie geht das denn? Es sind auf jeden Fall noch 5 Stück drin, denn sie wollte 10-mal Cheese und sie wollte 5-mal 3 Spicy. Hat sie auch bekommen, denn hier ist ja noch 3 Spicy drin. Jetzt muss ich aber trotzdem schauen, was sonst noch hier ist. Das sieht nämlich ultra genial aus. Hier die 3 Spicy, wo sie insgesamt, ich glaube, ich weiß nicht, 5 Euro für einen 5er-Pack bezahlt hat. Und das ist ein übelst brutaler Spitzenpreis. So günstig werdet ihr nie wieder an Samyang-Nudeln kommen. Außer ihr bestellt hier bei diesem komischen Postenhandel. Der hat eine Facebook-Gruppe und im Fanchat wurde da der Link geschickt. Im Fanchat haben die da uns gezeigt, da gibt es jetzt momentan Samyang. Greift dazu, macht da mit. Danke also an den Fanchat, wie gesagt. Da sieht man immer wieder tolle Angebote und Sachen, die man unbedingt braucht. Was habe ich gebraucht? Ich habe mir nochmal eine Samyang Carbonara Soße bestellt, direkt als Soße. Denn wenn wir hier immer beim Chinamann Hähnchenbrust bestellen, panierte mit Nudeln und Zeug, passt übelst gut dazu, wenn du dir nochmal so eine Carbonara Soße oben auf die ganzen Hähnchenstücken drauf knallst. Die ist einfach mega lecker. Und dann auch was ganz Besonderes. Ich mag ja auch Sriracha Soße. Ich habe 2 Sriracha-Soßen gefunden mit jeweils einer gelben Kappe. Jetzt ist aber der Unterschied. Das hier ist Sriracha-Soße Yellow Chili. Die besteht also aus gelben Chilis. Ist eigentlich eine normale Sriracha-Soße mit Chili-Geschmack, aber halt aus gelben Chilis gemacht. Deswegen der gelbe Deckel und deswegen auch diese gelbliche Färbung. Und dann habt ihr hier eine, die ist rot und hat einen gelben Deckel. Denn das ist ein Sriracha-Mustard. Also Sriracha-Senf-Soße. Sriracha-Geschmack mit Senf-Geschmack gemischt. Gelber Deckel, rote Soße. Die 2 fand ich cool, die 2 fand ich sehr speziell. Ich wollte mir auch schon immer mal diese Sriracha-Soßen-Box bestellen mit 8 verschiedenen Sriracha-Soßen drin. Da sind die 2 aber nicht drin, deswegen habe ich mir die bestellt. Wir haben auch schon mal die grüne getestet mit Hemp, also mit Hanf und Kräutern. Wir haben auch schon die schwarze, die Blackout getestet und probiert. Die war auch richtig genial. Und ansonsten kennt ihr ja die rote, ihr kennt die grüne, ihr kennt die anderen, die es halt noch so gibt. Ihr kennt also gefühlt eigentlich alles. So, was ist hier jetzt drin? Hier ist nochmal eine Flasche. Die können wir aufmachen. Boah, die sieht aber fett aus. Und das gehört, glaube ich, auch dazu. Da habe ich noch 2 Barbecue-Soßen gefunden. So, weg hier. Da fehlt die Hälfte einfach vom Etikett. Wir haben hier von Hermann Humme, seit 1925, Hermann Humme, Honey Barbecue. Ich bin jetzt nicht so der Barbecue-Mensch, aber es gab diese Hot Barbecue-Sauce. Weil die hot ist, hat die mich interessiert. Und weil daneben eben die stand, habe ich gedacht, komm, nimmst du gleich beide, kannst auch ein Video machen über diese beiden Barbecue-Soßen von Hermann Humme. Und das Beste ist, die haben nur 99 Cent gekostet. Das ist eine Glasflasche. Die hat einen richtig besonderen, das ist wie ein 6-Kant, das ist ein 8-Kant, das ist ein 10-Kant, ich weiß nicht. Die ist so richtig griffig, wie eine Saftflasche. Die ist hier oben zugeschweißt, richtig, die ist groß, das sind 300 Milliliter drin. Für Honey Barbecue von Hermann Humme und dann eben noch diese Hot Barbecue Soße und Marinade mit roten Chilis, steht auch extra nochmal drauf, Soße scharf, ne? Aber das werden wir extra nochmal vorstellen, deswegen, die hat mich auch interessiert, wegen dem Superpreis von 99 Cent eine Hot Barbecue Sauce mitgenommen und eine Honey Barbecue Sauce. Jetzt müsste man das Video eigentlich beenden und ein extra Video machen mit das erste Mal World of Sweets bestellt. Ich glaube, das werde ich auch machen und deswegen würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Die World of Sweets Box kriegt ein extra Video. Das kommt im Titel auch gut, weil das ist ein Name, den jeder kennt. Den Rest haben wir so. So, Highlights. Die billigen Samyang-Nudeln natürlich, die leckeren Barbecue-Soßen, die hoffentlich lecker sind, die tollen Sriracha-Soßen, dann die Brezel-Pieces, diese Durstlöscher-Mixerie, da wird zu vielen Sachen wieder ein extra Video folgen und danke an den Fanchat nochmal für die Raspberry Chipotle.
Die bin ich auch bin ich auch gespannt, wie die schmeckt. Vor allem, das ist auch halt eine richtig große Flasche. Ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Was ist euer Favorit in diesen Sachen gewesen? Was hättet ihr auch gerne? Schreibt es mal in die Kommentare. Grüße an Bierschanger. Die Sachen gehen bald auf den Weg zu dir. Ciao.